Folge heute am 11.11. um 11.11 Uhr hat die Karnevalssaison angefangen. Hello! Karneval, Fasenacht oder Fasching? Bei uns im Süden auf jeden Fall Fasching. Hello und Allah! Heute hat die Karnevalszeit in Deutschland begonnen. Oder wie wir diese Zeit auch manchmal nennen, die fünfte Jahreszeit. Also eine Jahreszeit wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und der Karneval ist die fünfte Jahreszeit in Deutschland. Und der Karneval ist ganz wichtig in Deutschland. Entschuldigung an alle Kölner. Und für die Deutschlerner, ich habe gerade versucht, in einem Kölner Dialekt zu sprechen. Denn Köln ist natürlich die Stadt des Karnevals in Deutschland. Hier, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Aber der Karneval oder der Fasching wird natürlich in ganz Deutschland, deutschlandweit, überall groß gefeiert. Gefeiert. Es ist ein wichtiger Teil der deutschen Kultur und sehr beliebt bei uns Deutschen. Also, was machen die Deutschen am Karneval? Wie wird gefeiert? Karnevalssitzungen. Karnevalssitzungen sind Karnevalsveranstaltungen. Veranstaltungen, also Events, die drinnen stattfinden, also in einem Gebäude, meistens in einer großen Halle mit einer Bühne. Also vorne steht die Bühne, wo Leute auftreten und vor der Bühne sind Tische angereiht, wahrscheinlich so, und an den Tischen sitzen natürlich die Gäste. Und können etwas trinken und der Show zugucken. Und das Programm von der Veranstaltung, also was auf der Bühne passiert, ist sehr, sehr vielseitig, aber auch sehr speziell. Sowas gibt es nur beim Fasching. Es gibt zum Beispiel Tanzgruppen. Und die Tanzgruppen sind auch ganz speziell für den Karneval. Ganz besondere Karnevalstradition hier ist der Gardetanz. Meistens ist es eine Gruppe von Mädchen, also jungen Frauen. Und diese Mädchen werden Funkenmariechen oder Tanzmariechen genannt. Und sie tragen ganz spezielle Kostüme. Also sie tragen einen Hut und kurze Röcke und Strumpfhosen und Stiefel, also die Schuhe, die Stiefel. Und dann tanzen sie zusammen. Und sie machen teilweise sehr akrobatische Übungen. Also sie strecken zum Beispiel das Bein ganz hoch in die Luft. Ich würde euch das jetzt auch zeigen, aber ich habe die falsche Hose an. Also es gibt die Tanzmariechen und auch Männerballett. Also tolle Tanzeinlagen und tolle Tanzgruppen. Und dann wird natürlich mitgeklatscht. Tanzeinlagen, Musikeinlagen. Es werden sehr, sehr oft Lieder gespielt zum Mitsingen. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Akte von Menschen, die das Publikum zum Lachen bringen sollen. Also darum geht es bei so einer Sitzung, dass man lacht und dass man zum Lachen gebracht wird und dass alles spaßig und auch ein bisschen verrückt und komisch und keine Ahnung was ist. Und dann gibt es noch die Büttenreden. Eine Büttenrede, das gibt es auch nur beim Karneval. Also eine Rede ist ja, wenn ich möchte bitte eine Rede halten. Ja, wenn jemand eine Rede hält. Also der Büttenredner steht da
hat vielleicht auch ein kleines Podium und hat seine Rede und dann liest er die Rede vor. Und die Rede soll natürlich auch sehr, sehr lustig sein und soll das Publikum zum Lachen bringen. Also der Inhalt von der Rede ist lustig, aber die Rede reimt sich auch. Alles reimt sich. Also wenn ich sage, schade Marmelade, das reimt sich. Und die Rede reimt sich. Und diese Reden sind auch sehr individuell und speziell, weil die Reden meistens in dem regionalen Dialekt gesprochen wird. Also wenn ich zu einer Sitzung nach Köln gehe, dann sind die Büttenreden auf Kölsch. Aber wenn ich zu einer Sitzung in Hessen gehe, dann sind die Büttenreden auf Hessisch. Es gibt auch ganz häufig das sogenannte närrische Duo. Ein Paar, also zwei Personen, die einen besonders lustigen Akt zusammen aufführen. Dann kann es noch Sänger und Chöre geben und auch andere Musikgruppen wie Musikkapellen. Und es kann auch noch andere Showgruppen geben. Und nach der Karnevalssitzung bekommen dann diese Aktiven, also die Personen und die Gruppen, die aufgetreten sind, auch einen Karnevalsorden. Da bekommt man dann wie so eine Medaille. Und meistens steht auf dem hinteren Rand auf der Bühne auch noch ein Podium und da sitzen 11 Leute und das ist der Elferrat. Und die tragen so komische Hüte. Und in der Mitte sitzt auch der Sitzungspräsident. Und der Sitzungspräsident ist für das Programm verantwortlich. Also er plant das Programm und dann in der Sitzung leitet er das Publikum durch das Programm. Also er kündigt die einzelnen Akte auf der Bühne an. Also und das ist der Gardetanz aus viel Spaß mit noch etwas ganz Wichtiges. I need to stop. Ganz Wichtiges ist die Polonaise. Bei jeder Karnevalssitzung und auch oft auf Karnevalspartys wird eine Polonaise gemacht. Und was ist das? Ein bestimmtes Lied wird gespielt und dann stehen alle Gäste auf und fassen sich von hinten an die Schulter. Also hier hätte ich jetzt zwei Hände auf meiner Schulter und ich greife jemand anderem an die Schulter, sodass dann eine lange Reihe oder eine lange Schlange an Leuten entsteht und dann läuft man, nicht so, dann läuft man durch die Halle. Und das Lied, das meistens für die Polonaise benutzt wird, heißt Polonaise Blankenese. Schon wieder ein Reim. Man kann die Polonaise auch bei anderen Liedern machen, ja. Aber wenn das Lied gespielt wird, bleibt keiner sitzen. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Polonaise. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung. Ja, da kommt Freude auf. Los, Oma, hak ein! Ich lasse euch einen Link unten in der Infobox da. Von Blankenese bis hinter Wuppertal. Also es wird getanzt und es wird geklatscht und es wird geschunkelt. Also man hakt sich dann mit seinem Nachbar ein. Also da wäre jetzt ein Arm eingehakt und dann schunkelt man. Man schunkelt. Aber das Publikum ruft auch Sprüche und Dinge rein.
Zum Beispiel, der Mensch auf der Bühne sagt zicke, zacke, zicke, zacke. Und das Publikum sagt oi, oi, oi. Oder der Mensch auf der Bühne sagt hip, hip. Und das Publikum sagt hurra. Keine Sorge, ich lasse euch Links zu Karnevalssitzungen und Büttenreden unten in der Infobox. Hello! Und dann gibt es natürlich noch die Karnevalsumzüge. Ein Umzug, ein Straßenzug. Ein Umzug auf der Straße. Auf Englisch würde man, glaube ich, das als Parade bezeichnen. Also eine Parade, die durch die Straßen zieht. Und das heißt bei uns Umzug. Ein Umzug. Und diese Karnevalsumzüge finden überall in Deutschland statt. Und es gibt natürlich auch verschiedene Teilnehmer, die dort mitmachen bei so einem Umzug. Zum Beispiel gibt es Fußgruppen. Also Gruppen von Leuten, die zu Fuß bei dem Umzug mitlaufen. Und die haben meistens das gleiche Kostüm an, je nachdem, welches Motto sie haben. Es gibt Musikgruppen, also das sind meistens Musikkapellen oder Musikzüge. Also eine Musikgruppe, Leute, die ein Instrument spielen, wie zum Beispiel Saxophon, Trompete oder Posaune. Also die ein Instrument spielen, aber auch gleichzeitig marschieren, ja, in einer Formation. Es kann auch Reiter geben und dann gibt es natürlich noch die Festwagen, die, ich glaube, größte Attraktion bei einem Karnevalsumzug. Der Festwagen wird meistens von einem Traktor vorne dran gezogen. Und in diese Festwagen wird sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und diese Festwagen sollen eine bestimmte Sache darstellen, also zeigen. Oft sind es auch sehr politische Themen, also aktuelle politische Themen. Das heißt, man kann öfter mal einen deutschen Politiker oder sogar auch internationale Politiker aus Papier oder Pappmaché auf diesen Umzugswagen sehen. Und natürlich wird das alles wieder mit sehr viel Humor dargestellt, präsentiert. Aber nicht alle Festwagen zeigen ein bestimmtes Szenario mit Puppen zum Beispiel. Es gibt auch Festwagen, auf denen Leute sind. Also die Festwagen sind natürlich sehr, sehr groß und man sieht dann die Leute hier oben und diese Leute werfen dann Süßigkeiten runter. Also wenn ich hier unten stehe, kann ich dann die Süßigkeiten fangen, die die Leute oben auf dem Wagen runterwerfen. Und das nennt man die Kamelle. Die Leute werfen die Kamelle runter. Das sind die Süßigkeiten, also zum Beispiel Bonbons. Manchmal werden auch Blumen runtergeworfen. Bei dem Kölner Rosenmontagszug werden ungefähr 300 Tonnen Süßigkeiten runtergeworfen. Und nach einem Umzug geht man dann vielleicht noch in die Kneipe und feiert da weiter. Allah! Hello! Also, wann fängt Fasching an und wie lang geht es und wann hört es auf? Wann fängt Fasching an? Am 11.11. um 11.11 Uhr. Jedes Jahr. Da wird die Karnevalssaison eröffnet. Die Karnevalssaison wird zwar am 11.11. eröffnet, aber eigentlich passiert danach gar nicht so viel. Im November passiert fast gar nichts, vielleicht ein bisschen. Im Dezember passiert gar nichts, denn da ist auch die Weihnachtszeit und die Weihnachtszeit ist eher eine ruhige, besinnliche Zeit. Da gibt es keinen Karneval. Aber dann im Januar und vor allem im Februar und März geht die Party ab.
Im November gibt es eigentlich nur, klar, die Eröffnung vom Karneval. Und vielleicht gibt es noch ein paar Sitzungen. Meistens gibt es Sitzungen, die aufgenommen werden und dann später im Januar, Februar, März im Fernsehen gezeigt werden. Dann später werden sie im Fernsehen ausgestrahlt. Aber warum fängt es dann im November an? Gut, das hat einen geschichtlichen und einen traditionellen Hintergrund. Also im Januar und dann vor allem im Februar und im März fangen die ganzen Karnevalsveranstaltungen wieder an. Und der Höhepunkt vom Karneval in Deutschland ist die Fastnachtswoche von Donnerstag bis Dienstag. Diese Woche beginnt an dem Donnerstag mit der Weiberfastnacht oder Altweiberfastnacht. Weib ist eine alte Bezeichnung für eine Frau. Früher war das schon normal, eine Frau als Weib zu bezeichnen. Wenn man das heute macht, kann das ein bisschen unhöflich sein. Die Altweiberfastnacht markiert den Übergang vom Sitzungskarneval, also die Zeit, wo es Sitzungen gibt, zum Straßenkarneval, also wo der Karneval mit Umzügen auf der Straße stattfindet. Die Altweiberfastnacht basiert auf einer alten Tradition. An diesem Tag sollten die Frauen für einen Tag das Regiment übernehmen und die Macht ergreifen. Zu einer Zeit, wo die Frauen sehr unter den Männern standen. Traditionell haben sich die Frauen als alte, hässliche Frauen verkleidet und haben ihren Männern den Haushalt und die Kinder überlassen und dann mit den anderen Frauen zusammen gefeiert. Und ich kenne das so, dass die Frauen heutzutage sich als Hexen, als alte, hässliche Hexen verkleiden. Und die Feierlichkeiten von der Altweiberfastnacht beginnen ebenfalls um 11.11 Uhr. Und es wird sich verkleidet und man feiert in den Kneipen und auf den Straßen. Aber es gibt an diesem Tag eigentlich keine Straßenumzüge. Und seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es auch eine neue Tradition an der Altweiberfastnacht. Und zwar werden den Männern an diesem Tag die Krawatte abgeschnitten. Die Krawatte, die die Männer tragen, gilt als Symbol für die Männlichkeit oder die männliche Macht. Und die Frauen dürfen an diesem Tag den Männern die Krawatte abschneiden. In meinem Ort in Deutschland, wo ich herkomme, wurde jedes Jahr um 11.11 Uhr an der Altweiberfastnacht unserem Bürgermeister, dem Bürgermeister, die Krawatte abgeschnitten. Eine Gruppe von Frauen, die sich als Hexen verkleidet haben, sind in das Bürgerhaus gegangen und haben dem Bürgermeister die Krawatte abgeschnitten. Also der Bürgermeister trägt die Krawatte und hier unten, der unterste Teil, wird abgeschnitten. Karneval oder Fasching kann auch ein bisschen anders gefeiert werden, je nach Region in Deutschland. Deswegen hat auch Altweiberfastnacht andere Namen in anderen Regionen in Deutschland. Im Rheinland ist es die Weiberfastnacht, aber in anderen Teilen in Deutschland kann dieser Tag auch als schmutziger Donnerstag oder fetter Donnerstag bezeichnet werden.
Dann gibt es noch den Nelkensamstag, den Tulpensonntag, den Rosenmontag und den Fastnachtsdienstag. Und an diesen Tagen finden Umzüge statt. Aber vor allem am Rosenmontag. Der Rosenmontag ist der Höhepunkt und am Rosenmontag finden die größten und bekanntesten Umzüge in Deutschland statt. Mit die größten Umzüge finden in Köln, Düsseldorf und Mainz statt. Und vor allem Köln ist sehr groß. Dieser Umzug geht 4 Stunden lang. 4 oder 5. Und diese Umzüge werden auch Rosenmontagszug genannt. Der Rosenmontagszug in Köln hat auch jedes Jahr ein anderes Motto und wird im Fernsehen ausgestrahlt. Hello! Also was ist das eigentlich? Der Narrenruf. Das ist ein Ruf, mit dem sich die Narren oder die Jecken begrüßen. Ein Narr war eine Person im Mittelalter, die für die Unterhaltung und die Belustigung verantwortlich war. Und die Leute in Deutschland nennen sich Narren oder Jecken während der Karnevalszeit. Aber diese Narrenrufe sind von Region zu Region unterschiedlich. In Mainz sagt man zum Beispiel Hellau, aber in Köln sagt man Alaaf. Aber es gibt noch viele, viele mehr überall in Deutschland. Und die Leute, die dem Umzug zugucken und die Leute oben auf den Wagen rufen Hellau, Hellau, Hellau den ganzen Umzug lang. Bei Sitzungen werden diese Rufe natürlich auch benutzt. Und wenn zum Beispiel eine Person auf der Bühne steht und sagt Hey, dann antwortet das Publikum Lau. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ist die Musik ein sehr, sehr wichtiger Teil beim Karneval. Und meistens ist es so, dass jedes Jahr zum Karneval die gleiche Karnevalsmusik gespielt wird. Es gibt ein paar deutsche Schlager, traditionelle deutsche Musik und deutsche Schlager, die jedes Jahr wieder gespielt werden und zu dem Karnevalsrepertoire gehören. Am besten natürlich immer Lieder, wo man richtig mitsingen kann. Und es gibt auch manche Musikgruppen, die spezifisch über den Karneval singen. Oder Musikgruppen, die über ihre Heimat singen. Die Heimat, das ist da, wo man herkommt. Ja, das ursprüngliche Zuhause. Es gibt zum Beispiel einige Musikgruppen aus Köln, die über Köln singen und auch über den Karneval. Und diese Musikgruppen singen auch im Kölner Dialekt. Ich werde euch mal eine Playlist unten in der Infobox dalassen. Und mit das Wichtigste beim Fasching sind natürlich die Kostüme, also die Kleider und wie man sich verkleidet. Zum Halloween in Deutschland verkleidet man sich eher als etwas Gruseliges. Also zum Beispiel ein Gespenst oder eine Hexe. Aber beim Karneval kann man sich als alles Mögliche verkleiden. Und man schminkt sich auch meistens. Also die Gäste bei den Sitzungen sind auf jeden Fall verkleidet. Und auch die Zuschauer bei einem Festzug, bei einem Karnevalsumzug, sind auch meistens verkleidet. Also diese Sitzungen und die Karnevalsumzüge sind die größten Karnevalsveranstaltungen. Aber es gibt auch Partys, ganz normale Partys, wo man isst und trinkt und tanzt und Musik hört. Aber da ist man dann natürlich auch verkleidet.
Alaaf! Kleiner Disclaimer, manche Sachen, die ich heute erzählt habe, könnten etwas Regionales sein. Also Dinge, die man vielleicht nur in Hessen macht, weil ich da nun mal herkomme. Also es gibt viele Umzüge und Sitzungen in dieser Woche. Es wird gefeiert, getanzt und gelacht. Und dann am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ab dem Aschermittwoch sind wir keine Jecken mehr und müssen wieder ganz normal sein. Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, also eine Zeit, in der man fastet und in der man auf bestimmte Lebensmittel, also Essen, verzichtet. Diese Fastenzeit beginnt also am Aschermittwoch und geht für 40 Tage bis Ostern. Ostern, wo der Osterhase kommt und die Eier versteckt. Also wilde Partys und feiern, feiern, feiern und dann fasten. Bis Ostern. Also Karneval wird wirklich sehr, sehr groß in Deutschland gefeiert und das überall im Land. Es wird mit den Sitzungen und mit den Umzügen gefeiert, aber auch zu Hause individuell mit kleinen Partys, Kostümpartys. In meinem Ort, in meiner Grundschule, gab es auch jedes Jahr eine Kostümparty in der Schule, wo wir dann verkleidet in die Schule gegangen sind. Und bei mir in der Gemeinde, in dem Ort, gab es auch Karnevalspartys im Bürgerhaus zum Beispiel.